Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufnahmen auf der Hof Bergmann zusammen mit der Astrid und Toledo, dem Michael, dem Paul und dem Uwe. Wunderschön. Hallo. Hallo. So, der Uwe hat gerade gesagt, er ist bei mir vorbeigefahren. Ja, also, was ich sagte, ruf immer an. Im Zweifelsfall kann ich nicht rangehen, weil ich in irgendeiner Telefonkonferenz rumlungere. Aber, mach das. Also, gar kein Thema. Ja, ich bin bei dir lang gefahren, war nämlich in der Röhre. Am Freitag. Ja. Du, also mit Lukas heute das Gleiche. Der hat mir geschrieben, dass er heute an uns vorbeifährt und ziemlich dann auf unserer Höhe Mittagspause machen muss. Und ich habe ihm tatsächlich erst relativ spät zurückgeschrieben, weil ich auch noch in zwei Telefonkonferenzen war und einfach nicht aufs Telefon geguckt habe. Und schrieb mir, sorry, bist noch in der Nähe. Ich war, bin gleich erst da. Ja, perfekt, dann komm doch einfach rum auf ein Käffchen. Ja, okay, also, war dann tatsächlich ganz, ganz cool. War halt irgendwie auch Mittagspause, gute Stündchen oder sowas irgendwie bei uns. Für die Kids war mal ganz cool, die konnten dann, bevor er gefahren ist, konnten wir nochmal in den LKW gucken. Das war noch so ein kleines Highlight. Ja, klar. Haben sie sich gefreut und war doch, ist ganz schön. Also fühle dich da eingeladen. Ja. Der Vektor. Freitag um 12:30 wäre das denn gewesen. Aber du sagtest, dass du den Freitag denn auch zu Hause warst. Ja, also Freitags bin ich tatsächlich meistens im Homeoffice, muss ich gestehen. Also wie viele Homeoffice-Tage darfst du jetzt noch machen, offiziell? Wie viele Homeoffice-Tage? Ja. Vier. Also einen Tag die Woche musst du im Büro sein. Montag ist unser Pflichtanwesenheitstag, ja. Okay. Also außer ist heute. Ja, das ist richtig, du hast aufgepasst. Außer heute, da war ich exakt 10 Minuten im Büro, ja, genau. Aber du warst da. Ja, nee, bei uns zählt Büro, aber zack, erst wenn du 4 Stunden da warst. Aber tatsächlich bin Donnerstag nochmal da, weil wir einen Termin wieder mit einem vielleicht Lieferanten haben und ist auch gar nicht so dramatisch. Montags haben wir unsere Pflichtanwesenheitstage, ja, damit wir uns alle einmal die Woche treffen. Aber ansonsten muss ich 4 Tage, die im Monat quasi reinkommen. Das heißt, wenn ich einen Monat Montag nicht kann, fahre ich irgendwie wann anders rein. Und ich war die Woche... Käse wird hier nicht angenommen. Ich bin ja im Umladen. Ich war den Monat oft genug drin und das passt schon. Ja, ist ja auch okay. War ja jetzt auch begründbar, ne? Ist ja nicht so, dass du nach Hause gefahren bist, weil du gesagt hast, boah, ihr Penner, ich hab keinen Bock auf euch. Ja, das denke ich immer nur, das sage ich nicht. Also selten sage ich das. Das kommt immer bei meinen Kollegen nur so semi an. Kommt immer drauf an, mit wem ich spreche. Der eine sagt dann immer, du mich auch. Die anderen verstehen den Humor nicht, aber ja, das stimmt. Nee, das passt alles gut. Auch letzte Woche Montag meine Dienstreise zählte quasi auch als Büroarbeitstag. King Ziegenkäse wird hier übrigens auch nicht angenommen. Super. Weil war halt eine quasi externe Facility. Voll. Ja klar, aber wärst du nicht auf Dienstreise gewesen, hättest du im Büro sein können. Also. Nee, gar nicht. Nee, das ist tatsächlich gar nicht so, sondern wir haben tatsächlich die Regel, dass andere Niederlassungen, könnte man das jetzt nennen, auch als unsere Büros quasi angesehen werden. Ergibt das Sinn? Also ist egal, ob ich irgendwie im Norden der Republik bin oder mal bei den Kollegen im Süden, wenn ich da vor Ort bin, zählt das für mich wie, als wäre ich im Büro, weil es halt ein Büro halt woanders ist. Genau. Also das passt schon, wie gesagt, ich bin aber auch den Monat oft drin gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft, aber das ist schon okay. Das passt dann schon. Außerdem, weiß ich nicht, letzte Woche habe ich mich so ein bisschen wie du quasi Toledo gefühlt. Weiß gar nicht, wie viele Kilometer genau, aber überschlagen vielleicht irgendwie 1300, 1400 Kilometer letzte Woche gemacht. Da bin ich auch mal froh, einfach nicht irgendwo im Office zu sitzen oder sonst was. Ich habe die Woche noch vor mir. Wie hast du das geschafft, so viele Kilometer runterzureißen? Naja, ich war am Montag unterwegs.
In Emden. Ich war am Dienstag in der alten Heimat, Mittwoch war ich zu Hause, am Donnerstag war ich in Hamburg und das summiert sich halt schon, ne? Ja gut, das stimmt. Also Emden hin und zurück waren 700. Hamburg müsste ich tatsächlich lügen, glaube ich 200 pro Strecke. Also sind wir bei 1100, Hannover hin und zurück jeweils 200. Ja, 1300 Kilometer plus minus. Habe ich dann aber tatsächlich auch gemerkt, so im Rücken und so, ne? Also, weiß nicht, ich bin das nicht mehr gewohnt, so viel im Auto zu sitzen. Bist du da mit einem Privat-Pkw gefahren, oder Dienstwagen? Tatsächlich am Montag mit einem privaten. Eine ganz, ganz witzige Geschichte. Am Sonntag hat sich mein Fahrer, der eigentlich fahren sollte, einen Platten geholt. Und hatte dann am Montag aber noch kein Ersatzfahrzeug. Deswegen sind wir dann mit meinem gefahren. Und den Rest sind wir tatsächlich dann aber mit einem Dienstfahrzeug gefahren. Ich weiß, das waren Kollegen, die ab und zu mal sonst nach Kassel hin mussten und sowas, die hatten dann immer einen Dienstwagen. Ja. Hätte ich versuchen können, auch zu organisieren von Sonntag auf Montag irgendwo. Aber wir haben dann gesagt, nee, komm, wir nehmen einfach unsere Schüssel, das ist okay und ja. Das passt dann. Wenn Mutti das Auto nicht braucht. Ja. Wie macht ihr das eigentlich mit der Abrechnung? Kriegt ihr dann, reichst du dann die Tankquittung ein oder kriegt ihr das pauschal erstattet? Ich hab's pauschal gemacht. Also die 32 Cent oder was pro Kilometer? 30 Cent pro Kilometer, genau, tatsächlich, ja. Kommst du effektiv tatsächlich sogar besser mit weg? Habe ich mir noch nicht durchgerechnet. Also tatsächlich, ja, waren ein paar Euro bei 700 mal 30 Cent. Klar, kann man sich ganz kurz hochrechnen. Aber wir mussten einmal zwischendurch tanken für tatsächlich relativ viel Geld. Ich habe für irgendwie 80 Euro den Tank voll gemacht. Aber es ist mir auch tatsächlich egal. Weil das Schöne ist, ich hätte versuchen können, irgendein Dienstfahrzeug zu bekommen. Okay. Was ich bekommen hätte... Für die 700 Kilometer bekommst du 210 Euro. Ja, ich weiß. Und wenn du jetzt dafür einmal für 80 oder zweimal für 80, weil du musst ja danach auch wieder volltanken, wenn du dann zweimal für 80 Euro volltankst, hast du 160 bezahlt. Natürlich, klar, der Rest ist für den Verschleiß mitgerechnet, ne? Ja, genau, das ist alles fein. Wie gesagt, ich hätte irgendein Auto mir besorgen können, das hätte ich aber dann irgendwie am Morgen holen müssen. Da hätte ich also noch früher losgemusst. Ich war so schon um 6:30 war ich unterwegs. Und ich sag's mal so, ne? Es gibt auch Fahrzeuge, die will man einfach nicht fahren. Ja. Also, weißt du, das ist so. Ich bin ein bisschen verwöhnt. Was so Assistenzsysteme und sonst was angeht. Und wenn du dann in irgendein Auto kriegst, was so gar nichts hat oder zur Not auch nur den allerkleinsten Motor und dich dann bei 130 anschreit, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ist halt auch nicht so schön. Und dann fahre ich lieber mit meinem Auto, da ist das Telefon connected. Da kannst du entspannt dich reinsetzen und alles ist gut. Das ist zwar okay. Also ich kriege ja immer Mietwagen zur Verfügung gestellt. Bis jetzt hatte ich immer ein Schweineglück, was ich für Autos kriege. Ja, sei froh. Also dass ich das letzte Mal in Ingolstadt war ich auch einer der wenigen, das war ganz geil, der Jungspund hat nämlich den dicken A6 gekriegt mit einem anderen zusammen und der Rest auch alles so Golfklasse, wurde ich auch kurz ein bisschen durchbeleidigt für, aber durchbeleidigt? Ja, das ist geil, ne? Verständlich. Ich sag's dir, da gibt's halt auch mal einen traurigen Ton, aber ja, wie gesagt, bin privat gefahren, das war okay. Und ja, ich habe die Spesen einfach mit 30 Cent pro Kilometer im Nachgang tatsächlich angegeben, weil bei der eigentlichen Reisebuchung habe ich gesagt, ich fahre mit. Und dann mussten wir halt rumschmeißen, rüberschmeißen, hinher schmeißen, aber ist alles gut. Da lobe ich mir das ja, dass ich einen dauerhaften Firmenwagen habe und einfach meine Reisen mache. Ja, das ist nicht. Das ist richtig. Ich auch nicht. 3,5 Stunden, ne? Hoch? Ja, gut, ich weiß es gar nicht. Ja, doch, 3,5 Stunden. Ja. Wir haben zwischendurch einmal 5 Minuten Pipi-Pause gemacht und ansonsten sind wir entspannt gefahren. Du, das war aber auch eine Höllenfahrt, sag ich dir. Okay.
Was war das jetzt für ein Pfeifen? Weiß ich nicht. Er hat 25.000 Euro verdient in meinem Käse. Ja. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ich kenne die Strecke, ich fahre sie ja öfter. Ja, sehr. Ja, wir sind über A2-A7 hochgefahren und es hat halt tierisch geregnet. Und auf der A7 fing irgendwann mein Scheibenwischer an, sich schief zu stellen. Ich dachte, ey, warum? Ich fahre 120, warum stellt sich der Scheibenwischer so schief? Mir nichts bei gedacht, na gut, 5 Wischer später flog dann mein Scheibenwischer auf der Autobahn weg. Ah. Ich habe noch nie gehabt, dass mir ein Scheibenwischer abhanden gekommen ist, aber der hatte irgendwie eine Materialermüdung, weil der Arm, den du du hast ja den Wischerarm und da rein steckst du ja diese Halterung irgendwie von diesen Scheibenwischern. Und da ist ein Teil weggebrochen, sodass das eigentliche Scheibenwischerblatt sich lösen konnte und halt weggeflitzt ist. Also mussten wir dann erstmal runterfahren, haben dann 20 Minuten gebraucht, um zu einer Raststätte zu kommen. Da gibt es natürlich keine Scheibenwischer, das war unser Masterplan. Kurz geguckt, Werkstatt in der Nähe, Gott sei Dank 500 Meter weiter eine Werkstatt. Gut, sagen wir einfach, eine Hinterhofwerkstatt wäre noch fast ein Kompliment dafür. Die haben dann... auch geil. Die haben dann bei sich in der Schrottmülltonne noch einen gebrauchten Scheibenwischer gefunden, den sie uns geben konnten, weil sie hatten auch keinen neuen. Egal, er hat funktioniert, er hat gehalten. Ich habe die komplette Fahrt hin, habe ich geschwitzt, dass dieser scheiß Scheibenwischer nicht auch wieder den Sittich macht. Und er hat Gott sei Dank hin und zurück gehalten. Und da haben wir gut 20, 25 Minuten verbraucht nochmal. Ja, klar. Deswegen warst du so spät am Montagabend. Nee, das war Hinweg. Wir sind Montagabend, der Rückweg war genauso schlimm. Wir konnten nicht vernünftig fahren, also vernünftig, was heißt vernünftig? Wir konnten nicht wirklich schnell fahren, also wie Reisegeschwindigkeit 130 fahre ich sonst ganz gerne. Ging nicht, hat nur geregnet und wir haben einfach statt 2 Stunden Meeting zu machen, sind wir halt noch länger geblieben und haben uns mit den Kollegen oben aus der IT halt noch 2 Stunden lang danach getroffen und diverse Themen durchdiskutiert und haben halt einfach quasi Flagge gezeigt und sind nicht rein rausgeflogen, wie andere es gemacht haben. Und deswegen sind wir halt erst um kurz nach 4 losgekommen. Darf ich fragen, warum ihr Geräusche der Fisch liegt? Ja, darfst du, Micha. Ich habe den letztes Mal versucht rauszuholen, hat auch geklappt. Ich habe ihn nur nicht verkauft, deswegen habe ich ihn da mal hingelegt. Ach so. Ist aber auch eine Kacknummer, muss ich so sagen. Da passen nur 10 Fische rein, also 10 Liter Fisch in so eine Kiste. Und ich glaube, du hast noch 60 oder 70 Liter in der Räucherei. Also, das ist so eine Kistenschlacht. Das ist ja eine Kistenschlacht, die zu erfüllen. Ja. Das stimmt. Also deswegen. In die Kisten sind nur mit 10 Liter gefüllt, mit denen du die Räucherkammer füllst. Ja, danke dafür. Ja, gut. Also Räucherkammer macht irgendwie für mich keinen Spaß, habe ich festgestellt. Ja, ist auch doof. Aber ich wollte das gucken, weil ich glaube, Mordmich hat das geschrieben, dass die roten Kisten dafür da sind. Also habe ich einfach mal 3 Stück gekauft und dachte, ich teste das mal. Und ja, habe ich getestet, hat funktioniert, aber ich wollte jetzt nicht für 3 Kisten zum Händler fahren, muss ich gestehen. Deswegen habe ich sie so hingelegt, dass ich daran denke oder du sie siehst, dir Bescheid zu sagen. Gott sei Dank hast du sie gesehen und deswegen habe ich es dir jetzt gesagt. Naja, die 3 Kisten sind auch ein bisschen was wert, gell? Ich habe nicht geguckt, tatsächlich. 1000 Liter bringt 12.000 Euro. Ah, ja gut, aber es sind nur 30 Liter, also so viel ist es dann auch wieder gar nicht, ne? Boah, trotzdem 300, 400 Euro. Ja, das stimmt. 3 Kisten. Das stimmt. Genau, aber Toledo, ja, deswegen sind wir halt erst relativ spät los und deswegen waren wir halt auch erst spät zu Hause. Mann. Ja, bei mir war heute auch ein bisschen Trouble. Auf der Arbeit, auf der Autobahn oder? Ja, auf der Arbeit und dann noch ein bisschen gequatscht und dann nach Hause und so im Feierabend machen. Jungs, heute Aufnahme. Ja, du musst heute zur Tankstelle. Da gehst du halt heute nicht einkaufen, sondern. Ey, du hättest doch auch einkaufen können. Jetzt sind doch ganz entspannt und zwanglos und ungebunden.
Ja, aber ich hatte auch keinen Bock mehr, da noch einkaufen zu gehen. Hab mir dann auf dem Rückweg noch eine Pizza gegönnt und wollte ja bis heute zur Aufnahme dann auch noch die LKWs durchtesten. Ach, du. Und Okay, also dann tut's mir leid, dass du dich damit tatsächlich belastet hast, weil... Nein, Belastung war es nicht, es war halt einfach nur dieses, jetzt noch schnell nach Hause und dann... Ich habe Zeit gefunden, meine Jogginghose anzuziehen, also alles super. das ist sehr schön. Ich hab... Das ist auch, der ist auch so geil. Den erzähl ich nur, bevor wir fertig sind. Also, Lukas kam mich ja heute besuchen. Und nachdem ich dann nach Hause gefahren bin mit meinem Sohnemann, habe ich auch mein Anzug wieder ausgezogen. Und dachte so, erstmal Jogginghose an, hilft ja eh alles hier heute gar nicht. Gut. Für Lukas habe ich dann das Stündchen die richtige Hose wieder angezogen. Er war losgefahren, ich hatte schon wieder die Jogginghose an. Einfach nur so. Micha, was wird das rote Bete Lasagne? Ja. Einfach nur so für Show and Shine. Pferdefleisch mit oder Bete. Ah, lecker. Das haben wir jetzt alle nicht gehört. Ignorieren das und beenden lieber die Folge, bevor ihr euch über weitere komische Rezeptideen austauscht. In diesem Sinne. Bin ich gerade durch den Roder geritten. Okay, verstanden. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da unten. Macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Wicke, wicke.